Tag zusammen und willkommen zurück zu Skyrim. Oh, WTF. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe überhaupt. Wo war ich denn jetzt nochmal? Wer war das denn jetzt? 6 Gold. 17 Gold. Warum haben die mich jetzt gerade angegriffen? Was habe ich hier nochmal gemacht? Lydia? Ja, auf jeden Fall kein Kopfgeld bekommen. Warte mal, das Ende des Reichs. Kehre in die Zuflucht zurück. Ah ja. M. WTF? Falkenring. Ach so, mich verfolgen immer noch Wachen. Die zum Beispiel. Okay, ich geh mal lieber weg. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Wieso verfolgen mich denn Wachen, wenn es gar nicht stimmt? Hä? Hab ich einfach so mittendrin gecuttet in der Entkommensphase? Habe ich nicht letzte Folge den Dings getötet? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon so lange her. So. Ach, scheiße, Timer. Hab ich ganz vergessen, Mann. Ihr könnt euch schon mal freuen, für die, die jetzt diese Folge sehen. Ab heute kommt Dead Space 2. Endlich. Damit ich auch dann mal bald Dead Space 3 spielen kann. Wahrscheinlich dann mit Martin zusammen. Wissen wir aber noch nicht so hundertprozentig. Oder ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Und, wartet mal kurz. Da hat meine Stimme fast versagt. So, jetzt aber. M. Ich soll... hallo? Wo ist der Questfall? Willst du mich jetzt verarschen? M. Ach, da unten, lol. Wieso? Warte mal. Was für... Was ist das für eine Zuflucht? Konnte ich mich da nicht immer hinporten? Irgendwas stimmt da nicht. Werde ich wohl hinreiten müssen. Warum ist die Musik so komisch? Friedlich. Dum, 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 dum. Ja, Dead Space 2 habe ich jetzt angefangen, weil wir machen ja jetzt Feed the Beast Monster, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ich habe richtig viel mit den beiden zusammen, mit Martin und Tobi, im Voraus jetzt aufgenommen, weil wir am Stück gezockt haben. Ich habe das vor allem noch aufgesplittet in verschiedenen Sessions. Also jeweils wieder 5-Tage-Sessions. Aber ein paar Wochen haben wir da jetzt schon. Heißt, wenn ihr da jetzt Tipps in die Kommentare schreiben werdet, werden wir die erst viel später lesen können. So, Schattenmähne, komm mal. Geil, mir gehört das tatsächlich Schattenmähne anscheinend. Voll cool. So, dann müssen wir mal hinreiten jetzt. Wie es aussieht, muss ich auch nicht in die Zuflucht rein, sondern nur vor die Zuflucht hinreiten. Weil sonst würde mir ein anderes Zeichen angezeigt werden bei den Questzielen. Komisch. Welche Zuflucht ist das denn jetzt? Da steht eine Kutsche. Aha, hier soll ich hin. WTF. Das ist jetzt natürlich... Ach, das sind Agenten. Ich will nicht aufgeben. Will ich lieber töten. Schattenmähne, du willst jetzt nicht sterben, oder? Hey, lass mein Pferd in Ruhe. Nein, ich! Lass mein Pferd in Ruhe, Arschloch! Alter, was ist denn jetzt? Hier ist Lydia. Seid ihr zum Sterben bereit? Ja. Okay, ich hab's.
Was genau will der jetzt eigentlich von mir? Aha. Also die wussten anscheinend schon, dass die dunkle Bruderschaft was damit zu tun hat. Die waren schon hier und haben auf uns gewartet. Auf Lydia, Schattenmähne und mich. Und wollten uns wohl jetzt gerade töten. Aber nicht mit uns. Ne? Gehen wir jetzt mal gleich gucken, was hier so abgeht in der Zuflucht. Aber woher wussten die denn, dass wir das waren? Dass die dunkle Bruderschaft das war? Finde ich jetzt aber nicht okay. Und der Ladebildschirm dauert ganz schön lange, ey. Meine Hände sind schwitzig. Na los, jetzt mach doch. Oh, muss ich aufstoßen. Ich hab gerade einen Apfel gegessen. Wer von beiden deine Verräter? Ist da jemand? Ey, was wollt ihr? Sind ja lauter Agenten, Alter. Was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Oh. Oha. Hier brennt alles. Hallo. Alter. Wenn ich heute sterben muss, dann soll es so sein. Aber die dunkle Bruderschaft. Achso, hier oben. Werdet ihr nicht so schnell vergessen. Ich helf dir. Wer wäre jetzt? Oh, sorry. Bam! So. Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Das hast du ihnen gerade schon gesagt. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns hereingelegt. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es fragt. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank dafür. Wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Ah, es gibt ja noch eine Zuflucht, da können die ja dann hin, alle, die Überlebenden. Wo waren jetzt? Wo ging's denn jetzt nochmal raus? Ach so, hier kann ich nicht mehr durch. Okay, ich muss woanders jetzt lang. Nasir, wo bist du denn jetzt hin? Zuhörer. Ich bin eure einzige Rettung. Umarme die Mutter danach. Mich an. Verdammt, es muss doch einen Weg hier rausgeben. Ha. Alter. Das Nasir ist jetzt tot. Mal eben Nasir einfach so im Stich gelassen. Scheiß drauf. Scheiß auf den. Schnell, ich muss über. Nasir. Ich sage euch doch, er ist da drin. Ach, Nasir. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Ah, die Vampir-Lady lebt auch noch. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Nur noch einmal ziehen. Zieh! Ich hab schwarzes Bild, lass mich raus! Ja, da! Kriegt ihr sie auf? Ja, will ich doch. Ich glaube schon. Moment.
Ihr müsst mit Astrid sprechen. Okay. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Okay, sprich mit Astrid. Halt, 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 nicht so schnell, ganz ruhig. Alles in Ordnung, ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Nee, dafür habe ich keine Zeit, ich muss mit Astrid sprechen. Siehst hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's! Los geht's! Okay, erstmal kurz orientieren. Tja. Oh, da ist er doch. Ihr lebt, City sei Dank. Du siehst aber nicht so gut aus, Fräulein. Nein, das wollte ich gar nicht. Ah, egal. Astrid. Still. Bitte. Ich muss euch so viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Penitus Oculatus. Maro. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Tja, das würde passieren. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Ja. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Ihr habt mich in den Tod geschickt, Verräter. Cities in der Leere wird euch über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Oder schweigen. Ich schweige einfach mal. Versteht ihr denn nicht? Ich habe alles in die Wege geleitet. Ich wollte euch tot sehen. Ich habe euch um die Mutter der Nacht verraten und alles, was mir sonst noch etwas bedeutet. Und nun hat Maro mich verraten. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten, doch ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang, einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hat recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, hab ich mich schon genommen, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Töte Astrid. Na gut! Achso, mit der Klinge des Wehklangs wahrscheinlich, ne? Wo habe ich denn die jetzt? Da. Warte mal. Ich kann die nicht töten. Doch, jetzt. Nee, das war jetzt er. Jetzt ist er tot. Danke. Schleichangriff, lol. Kehre zur Mutter der Nacht zurück. Was ist denn das eigentlich für eine Klinge? Ist die gut? Klinge des Wehklangs. 28 Schaden. 34. 37. Ja, die ist zwar schnell, aber nicht so ganz meins. So, Mutter! Ich soll zu dir kommen. Astrid ist tot. Ja. Es ist, wie es sein soll.
Möge sie Erlösung in der Leere finden.